liebe Sims 4 Freunde, sind wieder zurück. Wir waren zuletzt bei Mario und Clint, wo wir festgestellt haben, dass ihr Bett knarrt. Warum wohl? Ja, wo schauen wir denn bei den Torwarts? Die sollten ja eigentlich einmal abnehmen. Ja, dann gehen wir doch mal hin. Denn die Torwarts sind alle ein bisschen mollig geworden. Und die sollten alle mal ins Fitnesscenter oder Fitnessgeräte für zu Hause kaufen. Mal schauen. Schauen wir doch mal. Ja, jetzt sind wir irgendwo gelandet, wo keiner derjenigen ist, wo einer sein sollte. Ne? Sowas aber auch. Das Spiel wollte uns nicht dorthin schicken. Oder hat die Person nicht dorthin geschickt. Oder wie auch immer. Oder wir haben sie gerade erwischt, wenn sie abgereist ist. Genome werden erstellt. Immer noch große, glückliche Familie. Ja, da ist die Luisa Torwald, auch die dicke Mama genannt. Ja, falls sich dann jemand... das nicht so... Es ist nicht so gemeint. Ist jedenfalls etwas molliger. Ganz schön, soll ich so sagen. Was mit ihm? Der ist eine gute Figur noch. Der Sohn. Ja, da sieht man auch schon, dass da. Ist das denn der Sohn? Moment. Vater, Mutter, ja, er ist der Sohn. Aber höchstwahrscheinlich. Doch, ja. Oh, Bemfoy! Was ist denn die Mutter von Beruf? Die ist Amateurunterhalterin und der Vater ist auch in derselben Branche. Die haben alles, was sie brauchen. Der Sohn muss doch bestimmt noch Hausaufgaben machen. Ja, muss er. So. Wann müsst ihr denn zur Arbeit? In 21 Stunden. Stunden. Also die Mutter kann auf alle Fälle mal. Bangrabe Gergadon? Lumbic Wixen. Nicht zuhören, sondern reisen. Und zwar muss sie ins Fitnessstudio. Weil sie auch ganz schön zugelegt hat. Der Sohn müsste das eigentlich auch machen, aber er ist noch mit den Hausaufgaben beschäftigt. So, verbrennen und pumpen. Was haben wir da noch? Für einen Turnschuh. Ja, nehmen verbrennen und pumpen. Dann brauchen wir nicht die Stadt zu verlassen. Und dann müssen mehr gesunde Sachen gegessen werden. Also Salate mehr und nicht so viel Fleisch und so was. Allein der Sport zum Abnehmen, das reicht nicht aus. Ich weiß gar nicht, was sie für Sportklamotten hat. Jetzt müssen wir schauen. Oh ja. Da ist aber ganz schön was zum Abnehmen. Wie war sie denn im Sport? Hat sie da irgendwo schon was gehabt? Fitness auf 1. Gerade erst angefangen. Noch lacht sie, lächelt sie. Ja. Scheint nicht so anstrengend zu sein. Mal schauen, was wir hier haben. Und sich vorstellen. Okay. Freundlich vorstellen. Freundlich vorstellen.
Gas geben. Und hat sie schon abgenommen? Nein, natürlich noch nicht. Aber jetzt schon wieder. Caroline Müller, die läuft immer mit dem Jogging rum, egal was sie macht. Ja, die können wir noch weitermachen. Wir schalten eine Weile mal. Zur Familie, zum Rest der Familie zurück. Und schauen uns doch mal ein bisschen um, was wir noch machen können. Ob wir Besuch brauchen oder sonst was. So, was soll er machen? Musikalisches Genie. 4 Stunden Musik hören. Mal gucken, wie machen wir das? Zuhören, Pop hören. Reicht das oder muss man intensiv zuhören? Habe ich beinahe vergessen. Ich habe das so gemacht, dass man, wenn man einen Ladebildschirm hatte, danach einen, dass es danach nicht mehr weitergeht, sondern erstmal eine Pause, damit man sich erstmal ein bisschen umschauen kann. Das ist manchmal ganz praktisch. Man darf es nur nicht vergessen. Was haben wir denn noch in Musik oder Elektronik? Etwas Gruseliges anhören? Ne, wir bleiben bei Pop. Ich weiß nicht, ob das reicht. Mein Sohn ist wahrscheinlich noch beim Hausaufgaben machen. Nö. Wo ist er denn? Ach da. Und er ist auch schon. Du solltest doch dazuhören oder bist du schon wieder was anderen beschäftigt? Zuhören. Pop hören. Zuhören, Pop hören. Zuhören. Hoppen, zuhören, hoppen. So, was ist mit ihm los hier? Alles Paletti? Mal sehen, ob das überhaupt reicht. Don't be like Quexel. Was soll er? Anglas. Müsste man den Sohn mal zum Angeln schicken. Der hat den Hausaufgaben fertig. Immer noch nicht. Wie soll denn das was werden? Du bist nur 3er-Oberschüler, das ist zu wenig. Ich glaube, das reicht nicht. Is Beniba Whelm, Pator, Orphan, Kabura, Slufa Warmba, Stern Zerpa, Dabma, Igrasha, Yoyim, Uma Shmisne, Jorib, Shibi Merkib, Mola, Elektroniker, immer andere Musik hören. Vielleicht bringt das was. Yibs. Doch, eine Stunde hat er jetzt. Okay, das geht also. Hausaufgaben sind noch nicht fertig. Wie sieht's denn aus? Wann muss er wieder zur Schule? In 18 Stunden. Könnte doch mal ein bisschen angeln gehen. Erstmal gucken. Haben wir irgendwo Wasser in der Nähe? Glaub nicht. Oder ein Teich oder sowas. Mal umschauen. Das sieht aus wie ein ausgestorbenes Flussbett. Wir können mal sonst mal schauen, ob wir irgendwas sehen, was wir gebrauchen können. Karottenpflanze ernten.
Und da ist noch eine Karottenpflanze, können wir auch ernten. Können wir mal ein bisschen rausgehen an die frische Luft. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, da. Da ist was. Gänseblümchen, nein. Nichts zum Essen. Salbei. Salbei ist gut. Salbei ist gut. Was haben wir hier da noch? Frösche suchen. Okay. Gänseblümchen. Nein. Da haben wir was zum Graben. Da haben wir noch was zum Graben. Jo, das dauert ein bisschen. Hier macht der Vater das eben mal. Da graben. Kann ja auch mal was tun für sein Geld. Dann schauen wir gleich mal in der Küche nach. Gucken wir mal auf. Vater hat nichts drin. Der Sohn hat auch noch nichts. Die Mutter hat. Auch nichts. Okay. Oh, ist mit dem Hausaufgaben fertig. Sehr schön. Und die Mutter kommt gerade nach Hause und hat sie abgenommen. Kann man nicht so sagen. Sieht jedenfalls nicht so aus. Ein Saphir hat er gefunden. Saphir hat energiegeladenes Dekor, das ist schön. Ja. Packen wir den hin in die Küche. Und einmal Aura aktivieren. Mal schauen, ob das was bringt. Kaffeeautomat haben wir. Das ist gut. Schauen wir mal, ob jemand müde ist. Nein, nein, nein. Oh, aber der Vater hat Hunger. Kochen, er kann ja gleich mal was Gesundes machen. Portion Gartensalat für alle. Haben wir eigentlich irgendwas angepflanzt? Nein, haben wir nicht. Könnten wir wohl hier vorne, dann können wir. Wer ist das? Hallo? Hereinbitten. Ja, warte nur, mach weiter. Und bitte die Finger nicht mit reinmachen. Frieda. Haben wir hier irgendwas angepflanzt? Nein. Oh, weil ich sonst immer bei allen Sims bisher irgendwas angepflanzt habe. Also ich nicht, sondern die Sims haben was angepflanzt. Ja, wunderbar. Ein bisschen Ohrenschmalz als Würze. Und den Rest weglegen. So. Ach, er kommt wieder nach Hause. Ja, er muss aber da nach hinten rumlaufen. Hier schauen wir mal nach. Computer. Computer, wo haben wir denn Computer stehen? Da steht einer. Bestellung. Samen kaufen und Gemüse für Einsteiger und Früchte für Einsteiger. Zack. Klopp, klopp. Ja, herein. So, da schauen wir mal nach. Was hat sie denn bekommen?
Das sind dann sowieso immer dieselben Sachen sein. Oder fast dieselben. Da haben wir einen Apfelbaum. Den pflanzen wir da vorne hin. Dann haben wir. Na komm, die Weintrauben kommt hier. Einmal. Zweimal. Dann haben wir Möhren. Einmal. Zweimal. Dann haben wir Spinat. Einmal, zweimal und einmal Pilze. Und noch einen Apfelbaum. Den packen wir vielleicht hier vorne hin. Pflanzen. Ja, die braucht ein bisschen Bewegung, die gute Frau. Herein bitten. Was hat er alles gefunden? Salbei ist auch gut. Sambo yelps, grobe Test. Zitronenenergie geladen, Fossilien. Hausaufgaben hat er gemacht, okay. Kühlschrank. Öffnen. Packen wir die Morim rein und den Salbei. Wahrscheinlich irgendwelche Rezepte kommen, bei denen wir das gebrauchen können. Bewässern. Pflanzennamen holen wir Pflanzen, nicht bewässern, sondern Pflanzen. Kann er von der anderen Seite anfangen. Sie kann dann mit Bewässern anfangen. Das geht dann etwas schneller. Ja, lalalala. Tralala. Ja, das ist ein bisschen. Ja, hier draußen haben wir keine Musik. Genau. Ich könnte höchstens die Musik innen drin lauter stellen. Falls ihr so ein bisschen was hören wollt. Achso, er muss hier auch noch gießen. So auch von dieser Seite aus. Ja, und ihr seht auch, dass das Gießen hier schneller geht. Das liegt auch an einem Mod. Weil es ist ja nur ein Let's Play. Es ist kein Originalspiel, sondern da werden die Sachen alle gezeigt, dass ihr euch wundert, dass es alles ein bisschen schneller geht. Und die Mods habe ich alle schon mal vorgestellt. Das ist aber einige Folgen her. Und da stand auch in der Beschreibung drin. Müsst ihr mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer das, welche Folge das war. Aber wenn ihr bei mir auf der Seite mal nachschaut, dann seht ihr das ja in der Beschreibung. Kann wohl sein, dass in der Zeit einige Mods dazugekommen sind und deswegen werde ich in der nächsten Zeit nochmal eine Folge bringen, um nochmal Mods vorzustellen, die für die Sims ganz nützlich sind.
wer ist das denn? Hallo, wer bist du denn? Oh, das ist die Janet Stevens. Kennen wir die schon? Ich bin mir nicht so sicher. Janet, eine Bekannte. Und für die Mutter ist die Janet eine Freundin. Was ist nochmal ein bisschen mit Joggen? Boah, ist doch ein bisschen dicklich geworden und ja, befreunde dich doch mal mit ihr. Vielleicht soll ich später was für dich. Mehr Auswahl. Lustige Geschichte erzählen. Ich werde mal Pause drücken, mal ein bisschen was zusammensammeln. Kennenlernen. Kompliment für was auch immer. Ihr Outfit, ja. Mehr Auswahl, freundlich, was haben wir noch da? Noch Techte-Mächte fragen? Nö, ja, warum nicht? Vielleicht erklärt mir das, was wie das funktioniert. Was weiß er denn schon über sie? Kunstliebhaberin, unbekanntes Merkmal. Mit Florian Steffens verheiratet. Naja, dann weiß ich ja, was ein Techtelmächte ist, wahrscheinlich. Hey, Bo! See why? Ausschalten? Schauen Sie an. Kann er wechseln? Aber, war neu! Ah, Flarsen! Nachrichten schauen. Grinsa! Funno! Babinef! Bewunderung ausdrücken. Schmeicheln. Nochmal nach Techtelmächte fragen. Es geht auch ohne Fernsehen. Pelagam the shore. Luchi. Yanabi Varro. Fini. Oh, schon haben wir sie als Freundin gewonnen. Wie viele Freunde hat er denn? 1, 2, 3, 4, 5. Die Mutter hat 4. 8. Also das läuft hier ganz gut. Also besser als in Sims 3, wo ja nicht so einfach war, Freunde zu finden. Bumida Fleino. Meschka. Ja, beim Essen, was ist für denn schönes? Gartensalat, okay. Das macht mich dick. Jabehorn. Bonil. Slefador. Fernseher mal an. Kochkanal. Was denn auch dran? Okay, der Vater macht hier Musik an, weil er zuhören möchte. Und zwar Pophören. Was sonst? Aber er hat nicht mehr viel Energie. Deswegen werden wir ihm mal einen kleinen Schub geben. Mit Kaffee. Ja, braucht euch nicht wundern, es ist auch ein Mod, der dafür benutzt wird und deswegen gibt der Kaffee auch einen Schub. Und zwar in der nächsten Folge. Und deswegen sage ich an dieser Stelle erstmal tschüss, bis zur nächsten Folge. Susul!